Thomas. Servus. Komm rein, ich habe eine Serie rausgesucht. Ja. Hat Uli empfohlen. Oh, mies geile Bewertung auch auf IMDb. Komm rein. Mega. Soll ich? Nee. Glas zerspringt, Tumult auf der Straße. Faust trifft Kinn, Wut mischt sich mit Sprache. Fehlendes Geld, Druffis legen sich mit Gangstern an. Elend der Welt, Kissen auf der Fensterbank. Krasanter Cut, Blaulichter kommen angefangen. Was geht denn ab? Ihr habt doch gerade erst angefangen. Wollt mir grad Popcorn holen, jetzt ist es schon vorbei. Ich schmeiß mein Kissen nach den Bullen und fang an zu schreien. Das hab ich so schon besser bei Netflix gesehen. Mein Leben auf IMDb, nur 7 von 10. TV-Spielfilm schreibt, der Wille war da. Doch der Cast der Mittel und der Plot so lala. Sogar Maxdome hat Serien am Start. Mit Schauspielerinnen von echtem Format. TV-Info vermerkt, es guckt keine Sau. Es ist doch auf Deutsch, wo bleibt ein Frederik Lau? Szenenwechsel, was bisher geschah. Ich treff ein Mädchen in einer Bar, ich verlieb mich in sie, sie verliebt sich in mich. Kein Eifersuchtsdrama, kein Ex-Freund in sich. Sie hat weder Krebs noch einen Job sehr weit weg. Und wir sind uns treu, alles perfekt. Es läuft wie am Schnürchen und kurze Zeit später treff ich ihre Eltern, wie nicht mal zwei Väter. Das hab ich so schon besser bei Netflix gesehen. Mein Leben auf IMDb, nur 7 von 10. TV-Spielfilm schreit, der Wille war da. Doch der Cast der Mittel und der Plot so lala. Da find ich noch was Besseres bei Sky. Und dann ist da noch Fußball mit dabei. TV-Info vermerkt, das ist Ansehen schlau. Wo ist nur ein Schirmer, wenn man sie mal braucht? Krankenhausgänge, Neonlichtflimmer, Kassenpatient, Doppelfolge Wartezimmer. Ich hab Hunger. Snackautomat, Cliffhanger. Beefy hat sich verhakt. Ich brech zusammen, beziehungsweise setz mich hin. Das ist kein Chefarzt, wie kann der ohne Krückstock gehen? Staffelfinale, 10 Minuten OP. Der Blinddarm ist raus, es ist alles okay, aber das hab ich so schon besser bei Netflix gesehen. Mein Leben auf IMDb.